So, auf vielfachen Wunsch eines einzelnen Herrn gehe ich nochmal eine Aufgabe durch. Das ist die Aufgabe 2 aus einer Mathe-Klausur vom Sommersemester 2017, also von einer Nachholklausur. Und die schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. Sieht so aus. Es geht um eine Entwicklung von einem, ja, Tierpopulationsbestand. Und da gibt es ein paar Daten dazu. Da werden 1000 Panther in dem Fall ausgesetzt im Jahr 2017. Das ist auch das Startjahr. Und das soll in den folgenden Jahren weiter so gemacht werden. Sollen weiter Tiere ausgesetzt werden anscheinend, aber immer weniger. Und zwar jeweils 20% weniger im Vergleich zum Vorjahresstand der ausgesetzten Tiere. Okay, das ist die erste Info. Und dann steht hier noch, dass es dass die Tiere sich auch vermehren, und zwar netto 10%. Ja, da sind die Gestorbenen schon rausgerechnet. Gut, wir haben hier so eine Tabelle schon angelegt, und jetzt soll man erstens die ausgesetzten Tiere da mal eintragen und dann die Summe, Gesamtpopulation der Panther am Ende des jeweiligen Jahres. Gut, ja, die einfachste Spalte, die man, wenn man anfängt, das hier auszufüllen, ist natürlich hier diese erste Spalte mit N überschrieben. Da kann ich einfach zählen. Das geht los mit 1, 2 und so weiter. In 2027 sind wir dann voraussichtlich bei 10. Ja, wenn ich bei 20 bei 3 bin, bin ich bei 2027 bei 10. Gut, jetzt geht es um die ausgesetzten Tiere. Wir haben ja gesagt, 2017 werden 1000 Stück ausgesetzt. Am Ende des Jahres haben die sich um 10% vermehrt, deswegen sind es dann 1100. Es werden jedes Jahr 20% weniger ausgesetzt. Das heißt, wenn ich jetzt den hier ausrechnen möchte, dann ist das 20% weniger, also 0,8 mal die 1000 vom Vorjahr. Also haben wir insgesamt hier noch 800, die ich da eintragen kann. 0,8 mal die 1000 vom Vorjahr. Und so geht es weiter. Das heißt, wenn ich jetzt im Jahr drauf nochmal um 20% reduziere, also wieder 80% davon nehme, habe ich 80% von 800. Das wären dann 640 und 80% von 640. 64 mal 8 ist 512, sind 512. Und ja, und dann geht es so weiter. Jetzt könnte man sich überlegen, was habe ich denn hier jetzt eigentlich gemacht? Ich hatte die ursprünglichen 1000 und habe die mal hier mal 0,8 genommen, nochmal mal 0,8, nochmal mal 0,8. Das heißt, hier für n gleich 10 hätte ich dann das Ganze g10. Das ist der Anfangsstand, Größe dieser ausgesetzten Anzahl dieser ausgesetzten Tiere mal 0,8 hoch 10. Das geht nicht mehr im Kopf, aber wenn ich da mal zum Taschenrechner greife, dann kommt hier raus 107,37. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass man Panther beliebig teilen kann, der Einfachheit halber. Jetzt geht es um die Summe. Da habe ich auf der einen Seite zu Beginn des Jahres den Stand vom letzten Jahr. Das sind die 1000 mal 1,1, na, 10% Wachstum. Und dann kommen da die 800 dazu. Die schreibe ich jetzt aber nicht so hin, sondern ich schreibe mal hin 1000 mal 0,8. Das ist die neu ausgesetzte Population. Und das ist sozusagen der Stand zu Beginn des Jahres 2018. So viele Tiere sind 2018 da in diesem Gebiet. Und jetzt vermehren die sich aber nochmal um 10% bis zum Ende des Jahres. Das heißt, wir haben am Ende des Jahres dann 1,1 nochmal das 1,1-fache. Das sind 2090. 2090. Im nächsten Jahr gehe ich jetzt mit meiner aktuellen Population. Im Januar habe ich diese Anzahl von Tieren. Ich schreibe jetzt nicht 2090 rein, sondern schreibe tatsächlich das hier oben ab. Jetzt kommen wieder unsere neu ausgesetzten Tiere dazu, also plus 1000 mal. Bin ja jetzt schon das zweite Mal reduziert worden, also haben wir 1000. Das räumen wir hier auch wieder auf. Was kommt denn daraus, wenn ich jetzt hier vorne den Tausender rausziehe? Dann bleibt in der Klammer übrig, wenn ich hier das 1,1 wieder vorne reinziehe, dann steht da 1,1 hoch 3 plus 1,1 hoch 2 mal 0,8 plus, na, hier kommt auch die 1,1 rein, der Tausender ist stellvertretend vor der Klammer. Dann haben wir hier 1,1 mal
0,8 hoch 2. Da zeichnet sich doch schon ein Muster ab. Wir haben hier offensichtlich in dieser Klammer stehen Potenzen von 1,1. Die sind absteigend sortiert. Na, hier für n gleich 2 geht es hier bis hoch 3. Und die Potenzen von 0,8, die steigen. Also hier 0,8 hoch 0, 0,8 hoch 1, 0,8 hoch 2. Das heißt, meine Vermutung wäre, dass die nächste Runde, also nicht nur eine Vermutung, sondern schon sehr educated guess, dass das jetzt so aussieht. Das geht hier dann los mit 1,1 hoch 4, dann kommt 1,1 hoch 3 mal 0,8, dann haben wir 1,1 hoch 2 mal 0,8 hoch 2, dann kommt 1,1 hoch nichts mehr, hoch 1 mal 0,8 hoch 3. Das ist eine Sache für den Taschenrechner, wenn ich hier oben das mal eintippe in den Taschenrechner. 3003 hier und hier sind es dann 3866,66 Das geht gerade noch einzutippen in den Taschenrechner. Aber spannend wird es jetzt natürlich an der Stelle. Was machen wir denn da? Das ist jetzt das S10. Hier haben wir n gleich 3 ausgerechnet oder aufgeschrieben. Und hier unten hätte ich gerne n gleich 10. Wenn bei n gleich 3 der höchste Exponent hier 1,1 hoch 4 ist, klammern wir mal 1 von diesen 1,1ern nochmal aus, weil dann haben wir nämlich als höchste Potenz hier auch hoch 3 stehen. Wenn ich hier einmal 1,1 rausklammere, na, dann ist die höchste Potenz hier 1,110 natürlich, höchste Potenz, plus 1,1 hoch 9 mal 0,8 plus, und dann geht es so weiter runter bzw. rauf. Die Potenzen von 1,1 gehen runter. 1,1 hoch 8 mal 0,8 hoch 2. In Summe gibt es immer 10 und dann geht es so weiter. Und dann haben wir den vorletzten, könnte ich nochmal hinschreiben. Das ist 1,1 mal 0,8 hoch 9. Und der allerletzte Summand, der ist dann 0,8 hoch 10. So, wenn ich das jetzt in einem Summenzeichen schreibe, dann sieht es doch folgendermaßen aus: das 1000 mal 1,1 und dann kommt diese Summe und offensichtlich wird hier summiert von 0 bis n und wir haben dann da stehen 1,1 und 0,8. Jetzt muss ich nur noch die Exponenten entsprechend hinbasteln, die hier aufsummiert werden. Naja, 1,1 geht abwärts. Das heißt, da darf ich jetzt nicht i hinschreiben, sondern da müsste ich in unserem Fall, bei uns ist ja konkret das n 10, müsste ich jetzt 10 minus i hinschreiben. Dann laufen die Potenzen von 10 abwärts. Wenn ich 0 einsetze, steht da 10. Wenn ich 1 einsetze, steht da 9 und so weiter. Und die Exponenten von 0,8, die laufen aufwärts von 0 weg bis 10, also 0,8 hoch i. Gut, können wir da noch weiter zaubern? Ja, selbstverständlich. Na, das sieht doch schon so ähnlich aus wie eine geometrische Reihe, wo Potenzen von einer Zahl aufaddiert werden. Was ich hier noch machen kann, ist, ich kann aus diesen Summanden jeweils das 1,1 hoch 10 noch rausklammern. Na, wenn ich das hier vorne noch ausklammere, könnte ich gleich mit dem zusammenfassen, aber ich mache es ja Übersichtlichkeit halber hier jetzt nochmal so. Na, dann bleibt hinter dem Summenzeichen übrig 1,1 minus i mal 0,8 hoch i. Und das ist doch schon sehr nah dran an dem, was wir gerne haben, bei einer geometrischen Reihe mal. Und hinter dem Summenzeichen, da schreibe ich jetzt dieses 1,1 hoch minus i in den Nenner. Dann haben wir hier so einen Bruch und der sieht so aus. 0,8 geteilt durch 1,1 und das Ganze hoch i. Na, mit den Potenzrechenregeln können Sie das so entsprechend zusammenfassen von 0 bis 10. Und das ist eine klassische geometrische Reihe. Na, wir wissen aus Vorlesung, dass Folgendes gilt. Und wenn ich das jetzt hier einsetze, diese Formel, dann kriegen wir 1000 mal 1,1 hoch 11 mal diesen Faktor, also 0,8 geteilt durch 1,1 hoch n plus 1 ist in dem Fall 10 plus 1, also 11. Und
minus 1 geteilt durch diesen Faktor 0,8 durch 1,1 minus 1. Gut, kann mein Taschenrechner eintippen, kommt was raus, nämlich ungefähr 10.000, 10.146,46. Und da wir ja die Formel abhängig angeben sollten, laut Aufgabenstellung, hier heißt es ja so schön, geben Sie eine Formel für die Folge Pn in Abhängigkeit von n an, geben Sie eine Formel für die Reihe in Abhängigkeit von n an. Und die haben wir auch schon gemacht, das Ganze ohne Summenzeichen auszugeben. Also gut, dann fülle ich jetzt mal hier entsprechend aus. A ist hier oben. Dann haben wir Teilaufgabe B. Pn haben wir gesagt, ist 1000 mal, und dann wird jedes Jahr um 20% reduziert, also haben wir 0,8 hoch n. C, das wäre dann das Sn, und da habe ich 1000 mal 1,1 hoch n plus 1 mal, ja, und jetzt kommt dieser Bruch mit dem Faktor oder mit diesem Quotienten 0,8 durch 1,1 hoch n plus 1 minus 1 geteilt durch 0,8 durch 1,1 minus 1. Das ist gleichzeitig auch Teilaufgabe D, weil es ja schon summenfrei ist. Ja, jetzt sollen wir noch das Ganze in R übersetzen, diese Sn, und sagt dann, das ist eine Funktion. So, ich probiere das mal aus in R und tippe das mal ab, und dann kommt hier raus. Jetzt schauen wir mal, ob da das Richtige rauskommt. Wenn ich da 10 eintippe, oh, das war natürlich hier ein bisschen Quatsch. Wenn ich die Variable n hier nehme, dann sollte ich hier auch n reinschreiben. So, 10 war 10.146,46. Wir können nochmal die Probe aufs Exempel machen. Und für 0 müsste ja 1.100 rauskommen. Ja, das stimmt. Für 1 müsste 2090 rauskommen. Stimmt auch. Und jetzt können wir mal höhere Zahlen einsetzen, also wie schaut denn das in 100 Jahren aus, und da sehen Sie schon, oh, das geht, das konvergiert nicht, na, das geht. Irgendwann setzt sich diese, es werden zwar keine neuen Tiere mehr ausgesetzt, aber die Reproduktionsrate, die setzt sich durch. Na, die wachsen ja, die Population wächst ja um 10% jedes Jahr. Selbst wenn keine neuen Tiere mehr ausgesetzt werden, dann würden die sich immer weiter vermehren, wenn das so bleibt mit diesem konstanten 10% Wachstum. Also in 100 Jahren wären es dann schon 55 Millionen Tiere. Uiuiui. Also gut, definitiv eine divergente Reihe.